Hi, ich bin der Schubi von Nautilus. Ich bin der Oskar von Nautilus. Wir sind heute hier in Frankfurt und wir spielen heute Abend im Elfer. Und ja, wir wurden gefragt über Kreativität und Bandleben und Geld, was das für uns ausmacht. Also, ich würde erstmal sagen, so, wenn jemand sagt, Geld spielt gar keine Rolle, dann ist das nicht wahr. Auch das ist natürlich Quatsch. Ich meine, man muss ja irgendwo seine CDs, Aufnahmen machen und die Shirts kaufen, viele Leute und so. Aber bei mir geht es darum, dass man sich nicht persönlich daran bereichert. Also bei uns wurde noch nie ein Gedanke daran verschwendet, die Bandkasse mal aufzuteilen oder was in die eigene Tasche zu stecken. Also es geht alles immer direkt wieder rein. Oder wenn man eh nicht mal Minus hat, ist alles wieder direkt in die Band gesteckt und Shirts gemacht, dies, das. Und zur Kreativität, also für mich ist das schon Befriedigung genug, wenn ich mit meinen Freunden einfach einen Grund habe, um mal aus der Stadt rauszufahren. Und wenn es gut läuft, kommt man ja mit Null raus oder mit ein bisschen Plus. Und dann muss man es ja nicht selbst bezahlen. Da kann man mal einfach die Chance nutzen, um mal wegzufahren. Und das ist immer eine gute Zeit. Es ist halt auch wichtig, dass man mit seinen Freunden ist. Also das war für mich sehr wichtig. Ja. Wenn es nicht meine Freunde sind, würde ich nicht mit ihnen rumfahren und so. Ja, aber bei mir ist es auch so, weil, was jetzt der Schubi gesagt hat, wegen dem Punkt mit den Freunden. Bei meiner ersten Band war es auch so, da ist einer meiner besten Freunde ausgestiegen und damit war die Band dann auch Geschichte. Für uns geht das nicht, das ist nicht wie so eine Marke, wie manche das behandeln, wo die ständig die Leute austauschen. Wenn ich mache Musik mit meinen Freunden und wenn einer meiner Freunde nicht mehr dabei ist, dann war es das für mich so. Wenn jetzt einer von den Jungs hier rausgehen würde, wäre das auch mega ätzend. Da wüsste ich auch nicht, ob man jetzt jemand anderen suchen sollte, aber ich persönlich finde es irgendwie schwachsinnig. So. Und für mich persönlich, warum ich das mache, außer die Sache mit den Freunden, es geht auch einfach ein bisschen darum, das klingt jetzt so plump, aber irgendwie so ein Ventil zu haben, um sich irgendwie kreativ ausleben zu können. Wenn man jetzt irgendwie frustriert ist, dann hockt man sich an die Gitarre und spielt ein paar Riffs oder sowas, weißt du? Ja. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, finde ich auch gut. Ich meine, das, was du gemeint hast, wenn einer rausgeht, dann ist es vorbei. Das finde ich halt auch so. Also, man sieht es ja oft, dass da immer, wenn man sich eine Band auf das anguckt, die ist mal so andere Leute dabei. Irgendwie weiß ich, das ist nicht so unser Ding. Ja, und auch, wir machen auch alles nur selbst oder auch mit Freunden von uns. Also, mit jedem, dem wir zusammengearbeitet haben, jetzt vielleicht bis auf die Leute, die Shirts bedrucken oder so. Ja. Das sind alles enge Freunde von uns und das wollen wir auch gar nicht anders. Da gibt es manchmal auch Abstriche in der Qualität oder so. Vielleicht ist es dann nicht so ganz High-End, aber es ist dieses Ninja Turtles-mäßig einfach. Mit seinen Freunden alles so aufbauen. Ja, das, was ist Hardcore, ne? So. Ja. Weißt du, wir haben da schon zu viel Arschverkaufen und Klischees und wir versuchen das alles so ein bisschen anders anzupacken. So. Ja. Das ist zwar manchmal nicht so der ganz leichte Weg, weil es dann immer ein bisschen schwerer ist, aber weiß nicht, man, am Ende ist man dann mehr zufrieden. Ja. Man kann dann gut schlafen nachts. So. Ja, man kann sehr gut schlafen. Ja. Viel mehr fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Ja. Kommt zur Show. Schieß. Sehr gut.